Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Ja. Gut, wir sollen 3 Tage warten. Das können wir gerne machen, aber währenddessen machen wir auch noch etwas anderes. Ritter zu Diensten. Optionale, Da ist Gwent, hurra, hurra, Skellige ist da. Ja, warum nicht? Probieren wir das mal aus. Gut, treffe dich gegen Am ganzen Leib. Die Mittag. Taille dieses Mein Mund ist trocken wie Stockfisch. Trifft dich gegen Mittag mit dem Maler beim Westtor des Palasts. Oh, ups. Gut. Dann biegen wir hier ab. Hexer, denk dran. Der Kämmerer belohnt dich stattlich für jede Hanse, die du besiegst. Ah, verdammt. Aus dem Weg, ja. Ihr Leute. Also gut. Dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Das kannst du noch tun, aha. Wir müssen eh noch meditieren. Ich gehe nicht. Ich mache es einfach. Was? Da im Hause halt die Hände still. Elfenstatuen werden lebendig. Reginald Dubry ist zurück. Nichts versäumen. Gleich Karten kaufen. Nur bei mir. Gut, gut. Also, das freut mich, dass Reginald wieder zurück ist. Aber wir werden hier unsere Arbeit machen, und zwar bemalen werden. Und wir müssen noch warten, damit, ja, es Mittag wird. Arbeit veredelt, aber Müßiggang macht glücklich. Gut. Also wir sollten bald da sein, glaube ich. Dann hätten wir diese Aufgabe auch abgeschlossen. Der Schein kann trügen, Hexer. Vorsicht. Aber das, so durch die Gegend zu reiten macht ist auch schön. Wir hatten. In den Adern Toussaints fließt SS. Rede mit Maler. Das Licht ist gerade nicht ideal. Von der Hand in den Kannst Mund. Du gegen Mittag Und nichts, wiederkommen? Was ich fürs Alter beiseite legen könnte. Er schleicht durch die Straßen, wenn alles schläft. Okay, gut. Meditieren bis Mittag. Okay. Machen wir. Gut, Mahakama Schnaps. Bitte. Okay, sie ist schwanger also. Ich bin hier. Gehen wir. Dann müssten wir das beste Tageslicht haben, wenn wir eintreffen. Welch herrliches Chiaroscuro wir schaffen werden. Unbeschreiblich. Dann verlieren wir keine Zeit. Los. Gehen wir. Was tut man nicht für die Kunst? Am besten reiten wir. Das geht schneller und ist weniger anstrengend. Wir haben noch mit den Im Narben herzoglichen Palast hängt ein Werk von mir. Turteltaube über der Heide. Genau wie die Gorgo, die ich mal erlegt habe. Ausgestopft. Vielleicht sogar mit Heidekraut. Ich hatte mal einen Pinsel aus Gorgo-Federn. Es gibt nichts Besseres, um Tempera aufzubringen. Leider hat ihn meine verfluchte Katze geklaut. Was will denn eine Katze mit einem Pinsel? Malen natürlich. Es war ja kein gewöhnlicher Pinsel, sondern ein sagenhafter. Und sagenhaft teuer. Moment, deine Katze malt? Wenn du das so nennen willst. Sie kopiert eigentlich nur bei den echten Meistern. Und nicht mal gut. Deine Katze? Ja, Pierre-Auguste Musterscherois. Kein Wunder, dass du noch nicht von ihm gehört hast. Er ist so ein zweitklassiger Pinselschwinger. Und ein Dieb.
Nun gehen wir zu Fuß weiter. Ist eine Katze? Meine Damen, meine Herren, werte Lehnsherren, verzeiht meine Direktheit. Doch habt ihr hier womöglich Farben und Pinsel gefunden? Eugenie, ich glaube fast, der Bauer will was von uns. Meine Farben, meine Pinsel, alles war vorbereitet, sie waren hier. Wir haben hier kein Handwerkszeug gefunden, guter Mann. Das versichere ich ihm. Probleme? Ja, und wie? Wie soll ich denn ohne Farben arbeiten? Ich bin am Ende. Sofern du nicht so großherzig sein willst, sie mir zu suchen? Kannst du nicht andere Farben nehmen? Du hast nicht zufällig noch andere Farben mit? Und Ersatz hast du keinen? Ich schwöre, soll ich denn mit Holzkohle schmieren wie ein Tier? Okay, gut, ich sehe mich um. Ach, verdammt. Du bist sicher, dass sie hier waren? Oh ja, genau hier. Ich hatte alles vorbereitet. Geplant, geordnet, organisiert. Vielleicht sind sie da runtergepurzelt. Na schön, ich sehe mich mal um. Ich glaube, nein, das Leben imitiert vielleicht die Kunst. Nicht ja, andersherum. Ach, ganz recht, ich weiß es nicht. Denk nur an Baron de Cordel. Oh ja, der hat sich die Nase von einem Magier vergrößern lassen, nachdem er das Stück von der Rep Karesh gesehen hat. Und mit seiner Cousine trifft er sich jetzt auch. Willkommen. Willkommen, okay. Was haben wir hier? Ausgelaufene Farbe. Stinkt enorm nach Terpentin. Okay. Da ist auch noch mehr. Fußspuren. Verschmiert. Irgendjemand hat es geklaut, aber die Frage ist nur, wer? Und warum? Hier sind auch Farbkleckse. Gut, der Terpentingeruch ist stark in der Luft, also kann es nicht lange her sein. Blöder Scheiß. Immer wieder werde ich zurückgeworfen. Aufs Desktop. Okay, gut. Wow. Da, Farben. Noch ein Fleck. Das könnte eine Spur sein. Okay. Ja, er geht direkt rein. Und hier ist Blutmoos. Die Fußspuren. Da hätten wir Kupfer. Moment, waren wir hier schon mal? Dass wir diese Ader hier nicht abbauen können? Hier sind auch Farbkleckse. Meteoritenspitzhacke und so weiter und so fort. Aber gut. Neckar sind mit den Farben verduftet. Sieht ganz so aus. Die Frage ist, warum? Gut, gut. Mal überlegen. Das. Gut, Blutrausch. Wie viel halten diese Necke aus? Was haben wir hier? Leerer Behälter. Nützt dem Maler nichts. Und hier haben wir ein Necker. So wie hier. Kleines blaues Muttergehen. Gut.
Sehe ich da drüben etwas? Die Farben sehen noch ganz intakt aus. Der Maler müsste sie noch benutzen können. Gut, aber was ist das? Erz. Gut. Silber sogar. Gut, dann gehen wir weiter. Okay, wir können hier rauslaufen. Und da vorne sollen wir abbiegen. Heißt es auf der Karte, also schauen wir mal. Okay. Gut, hallo. Ich habe deinen Kram gefunden. Herrlich. Wo denn? Und... ist das alles? Ich hatte viel mehr Sachen. Hättest sie nicht rumliegen lassen sollen. Ich bin einer Farbspur gefolgt und habe ein Neckarnest gefunden. Die Biester haben sich mit dem Kram davongemacht. Und sie haben damit ein Fresko an die Höhlenwand gemalt. Sieht nach einer Kampfszene aus. Unmöglich. Sie haben wohl die Farbe wütend an die Wand geworfen. Bedeutungslos. Gut jedenfalls, dass du die Grundfarben gefunden hast. Wollen wir? Ich habe unterdessen einen besseren Platz gefunden. Okay, ich folge dem Maler. Okay. Was für ein Glück wir mit dem Wetter haben. Das Licht ist einfach vollkommen. Wird es lange dauern, das Meisterwerk zu malen? Ach, nur 6 Stunden. Mehr wird die Sonne uns nicht erlauben. Aber die Zeit wird verfliegen. Wir schwatzen ein wenig, erzählen uns Geschichten. Lass mich eben einen Trank kippen. Dann verfliegt die Zeit im Rausch. Ich brauche keine Geschichten. Was? Nein, nein, nein. Dein Ausdruck, die Haltung, das muss genauso bleiben. Wenn du betäubt bist, fehlt doch das Feuer in deinem Blick. Tränke sind verboten. Sei doch mal flexibel. Kannst das Werk ja besinnungsloser Hexer im Heidekraut nennen. Du scherzt. Ein alberner Hexer. Okay. Gorgo-Ausläufer. Was ist das dort drüben? Das schaue ich mir nachher genauer an. Aber zuerst gehe ich mit dem Maler malen. Damit ich es nicht vergesse... So ist gut. Sind wir da? Ja. Sieh nur das Panorama. Atemberaubend. Wie geschaffen als Hintergrund unseres Meisterwerks. Ganz nett, glaube ich. Ich frage mich, warum niemand hierher kommt. Ah, unwichtig. So, nun musst du genau überlegen, in welcher Pose du unsterblich werden willst. Jawohl, ich überlege. Einige Zeit später. Alles bereit. Lass uns beginnen. Hast du dich bereits für eine Pose entschieden? Heldenhaft. Kann ich hier vielleicht einfach mit dem Schwert in der Hand stehen? Wunderbar. Eine Heldenpose, aber natürlich... Der stolze Recke, das erhobene Schwert. Bereit, sich zu stürzen auf... Naja, diese Weide da drüben. Ich male später einen Greifen rein. Soll ich anfangen, oder ziehst du doch eine andere Pose vor? Ich nehme eine andere. Ich versuche es lieber anders. Was ist mit der entspannten Pose? Ich werde mich hinlegen. Dann kann ich ein Nickerchen halten, während du malst. Der Held beim Rasten, seitlich gebettet,
gestützt auf einen Ellbogen. Der Blick in die Ferne gerichtet. Die Gedanken beim letzten Sieg. Später kann ich einen Greifenkadaver ergänzen. Wobei ein Nickerchen natürlich ausgeschlossen ist. Das Thema hatten wir schon. Kann ich anfangen? Oder ziehst du doch eine dynamischere Pose vor? Ich versuche es lieber anders. Auf dem Pferd. Mal sehen, wie das ist. Und da kommt ein Greif. Wie wäre es auf dem Pferd? Ich meine, Plötze hat auch ein Denkmal verdient. Ein Pferd. Sensationell. Aber wir sollten mein Pferd Alexander wählen. Ich habe ihm das Posieren beigebracht. Ich male später einen Greifenkadaver dazu. Nun erhebe stolz das Haupt und streck die Brust raus. So, raus mit den Haxen. Hört das Pferd überhaupt zu? Kann ich anfangen oder ziehst du doch eine andere Pose vor? Wir nehmen die heldenhafte Pose. Ich versuche lieber was anderes. Gut, heldenhaft. Kann ich hier vielleicht einfach mit dem... Wunderbar. Der Stolze bereit, sich zu stürzen. Soll ich anfangen oder ziehst du doch eine andere Pose vor? Nee, die ist gut. Du kannst loslegen. Dann sei so gut und schau mich so an, wie du geschaut hast, als ich dich fragte, ob du mit mir arbeitest. Dieser Blick des wildwütenden Widders, der schon die Hörner senkt. Ja, genau. So bleiben. Nicht wackeln. Okay, einige Stunden später. Wird das noch lange dauern? Nein, gar nicht mehr lange. Schließlich ist das Tageslicht bald weg. Jetzt halt bitte den Kopf still in der gleichen Position. Gut, ich versuch's. Außerdem versuche ich nie wieder einem Maler zu vertrauen. Greif! Ja, weiß schon. Du ergänzt ihn noch. Götter! Ein Greif! Lauf und versteck dich! Frau Mutter! Ah! Frau Mutter? Okay. Daneben. Ah! Mhm. Also das Feuer finde ich extrem stark. Ist es sicher? Ja, komm raus. Kein Wunder, dass nie jemand herkommt. Es ist ein Greifenrevier. Das Ding hat mich zu Tode erschreckt. Nicht ganz. Du lebst ja noch. Weil dein Modell ein Hexer war. Was macht das Bild? Hat es auch überlebt? Hat es. Aber ich kann es dir noch nicht zeigen. Ich zeige niemals unvollendete Werke. Morgen Nachmittag kannst du es sehen, wo wir uns getroffen haben. Ich werde es auf dem Marktplatz ausstellen. Puh, was für eine monströse Bestie. Wollen wir sie im Bild verewigen? Rette den... Ja, mal sie rein. Ja, mal ihn rein. Du kannst den Kadaver als Modell nehmen. Interessante Farbpalette. Und die Texturen. Das funktioniert. Ja, das funktioniert. Aber ich werde ihn später malen. In der Enzyklopädie Maxima Mundi ist eine vorzügliche Illustration. Dieses Exemplar ist doch ziemlich... zerhackt. Ah, sehr schön. Das reicht erstmal. Die Feinheiten mache ich später. In diesem Zwielicht hat es keinen Sinn. Der Lohn für deine Mühen. Und ich danke dir,
dass du mein Leben gerettet hast. Wobei du damit auch dein Ebenbild gerettet hast. Für die Nachwelt. Okay, gut. Greifentrophäe sonst. Mit dem Messer. Und Kopf ab. Das ist gut. Ist das... Ah, Greif. Gut. Dann gehen wir auf Plötze. Langsamer. Dann gehen wir auf Plötze und schauen uns da an, was dort für Fragezeichen sind. Ruxkanes Außenposten. Okay, und... Okay, die letzte HP hier. Und das ist tot. Ah, ein Monsternest. Moment, sind das Spiegel? Okay, hier gibt es wieder irgendwelche Verbrecher, die man... sollte. Ich nehme mal einen Trank. Da. Okay. Nein, es war hier. Aha, aha. Der ist tot. Okay, alles schön einsammeln, bevor wir das Monsternest vernichten und die Leute wieder zurückkehren. Was wir nicht alles finden. Da drüben ist es. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Die Harpien haben hier ihr Nest. Okay, lesen wir mal dieses Samuel Eides Notiz. Vater drängt, dass ich wieder bei den Arbeiten im Haus helfe. Bei seinem Genörgel werde ich meinen genialen Mechanismus niemals fertigstellen. Wenigstens unterstützt Mami mich und leiht mir ihre Spiegel. Zusammen mit den beiden anderen, die ich von meinem Ersparten gekauft habe, kann ich so testen, ob mein Gerät wirklich funktioniert. Doch zuerst will ich dem, der diese Zeilen findet, den Anfang der Geschichte erzählen. Meine liebste Alige Alice lebte mit ihrer Familie in einem Anwesen, das in einem so tiefen Tal liegt, dass es die Sonne zwischen September und März nicht zu sehen kriegt. In diesen langen Monaten werden die Einwohner ständig im Zwielicht oder Finsternis leben, doch diese ewige Tortur wird bald der Vergangenheit angehören. Meine Erfindung ist in ihrer Schlechtheit brillant. Ich werde auf einen der umliegenden Bergen ein Spiegelsystem installieren, das die Sonnenstrahlen an ihr Anwesen lenken wird. Das war's. Haha. Es war alles wert, die lange durchlernten Nächte in der Bibliothek der Kaiserlichen Akademie, als ich meine Kenntnisse in Arithmetik und Alchemie verfeinerte. Ich möchte meine Erfindung heute testen, doch Vater beschwert sich fortlaufend, dass meine neumodische Apparatur nur ein paar Elstern anlocken wird, die dann unser Anwesen vollkacken oder, noch schlimmer, einen Schwarm Harpien. Immer muss er aus allem ein Problem machen. Ich warte, bis er in die Stadt geht, dann stelle ich wieder wie der Blitz die Spiegel auf.
Ah. Verdammt. Sein Vater hatte recht. Gut. Ich dachte, jetzt würden die Leute zurückkehren. Abgeschlossen und auch abgeschlossen. Mhm. Gut. Dann waren hier in der Nähe doch noch mehr, zum Beispiel da drüben. Interessante Markierung. Gehen wir mal hin. Ich dachte, die Leute würden jetzt zurückkehren, aber nein. Das war wohl nichts. Ah, oder war es das hier? Ich glaube, es war hier. Meister Hexer? Hallo? Meister Hexer? Ja. Du, Herr, bist ein Hexer? Derjenige, den die Herzogin bestellt hat? Schuldig im Sinne der Anklage. Und du bist jemand, der was von mir will. Du kannst ja Gedanken lesen. Weißt du, diese Höhlen hier sind erstklassige Weinkeller, wie von den Göttern für den Eigenbedarf geschaffen. Groß, trocken. Leider wohnen ein paar Monster drin. Ein Hellseher! Die Götter seien gepriesen, ein Hellseher! Was ist? Hilfst du mir? Vereinbaren wir meinen Lohn. Vielleicht helfe ich, vielleicht auch nicht. Kommt auf den Lohn an, den du zahlen kannst. Machen wir 222. Gut, ja, einverstanden. Oh, okay. Ich kümmere mich darum. Angesichts der großzügigen Belohnung, die ich voraussehe. Jetzt zu den Glöcknerinnen wie der Blitz. Die Mädels können mich gar nicht erwarten. Aha. Okay, dann... Glaubt der Graf von sowieso zu sein. Graf von Gobberwarz und Glibberschleim vielleicht. Okay. Heute Abend geht's zu den Glöcknerinnen wie der Blitz. Die Mädels können mich gar nicht erwarten. Ja, ja, ja. Genau, und jetzt schauen wir uns das mal hier an. Hä? Okay, gut. Ich sehe hier ein paar Monster, aber sonst nicht viel. Ein Gluma? Zum Glück kein Glumander. Au! Verdammt, falsche Taste. Mhm. Okay, der Glumar haben wir besiegt. Schon wieder so einer. Wo kommen die überhaupt her? Oder Moment, warte. Ist das nicht irgendwo ein Glumar sei verschwunden? Also, dass der Kaiser mehr als nur einen Greifenlos geschickt, also einen Glumar geschickt hätte? Irgend so etwas schwört mir ja in den Sinn. Aber gut. Hier haben wir nichts mehr, also können wir beruhigt zurückgehen. Gut, weiter geht's. Draußen scheint es helle um 22 Uhr.
Na, und? Problem gelöst. Der Glumar in der Höhle wird dich nicht mehr belästigen. Superb! Ich habe ein Lagerhaus gewonnen und du meine Dankbarkeit. Zeig mal, was du auf Lager hast. Würdest du mir mal dein Angebot zeigen? Aha, das ist Käse. Ansonsten ein Haufen anderes Zeug. Oh, was ist das? Gegenstand ist unverkäuflich. Okay. Bis dann. Bis später. Verflucht und zugenäht. Ich will schlafen. Greif in den Reben. Gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.